Wir alle haben sicherlich schon mal so verschiedene Phasen erlebt. Phasen, in denen wir motiviert sind, auch begeistert sind von irgendetwas, was wir lesen und was wir hören. Und dann Phasen, in denen wir eher so ein dumpfes Gefühl haben, was alles andere angeht. Also wo wir eher so dumpf durchs Leben laufen und uns nichts wirklich motiviert, wir einfach so vor uns hinleben, weder mit besonders negativen Gefühlen noch mit irgendwie besonders positiven Gefühlen. Und wichtig zu wissen ist, gerade wenn man aus einer Phase von Motiva aus einer motivierenden Phase herauskommt und dann plötzlich merkt, ich bin gar nicht mehr motiviert, getrieben, also gar nicht mehr enthusiastisch, dass man dann dieses Egalsein auch als Gefühl wahrnimmt. Also nicht denkt, oh Gott, ich habe jetzt meinen Spirit verloren, sondern dieses Gefühl, irgendwie ist mir alles egal, irgendwie habe ich gar keine Hochs und Tiefs mehr. Irgendwie fühlt sich das aber auch nicht gut an, weil ich quasi vor mich hintümpel. Dass man das auch als eigenes Gefühl wahrnimmt, nicht als Gefühllosigkeit, sondern als eigenes Gefühl wahrnimmt und dieses Gefühl quasi annimmt und diesem Gefühl sein Herz öffnet. Und wenn man das tut, dann ist man wieder im Reinen, dann baut man keinen Widerstand dagegen auf. Das ist nämlich das Wichtigste, eben dieser Widerstand, der dann kommt und denkt, ach, vor 4 Wochen, da war es doch noch so spirituell und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so spirituell. Und wenn man diesen Widerstand, also man erkennt das, dass es ein Gefühl ist, man fühlt dieses Gefühl, auch wenn es keine besonderen Hochs, keine besonderen Tiefs hat. Und dann tut man dieses Gefühl ins Herz schließen und annehmen und als Teil von einem selbst wahrnehmen. Und dann schaut man eben, was passiert. Und man sollte sich der Natur, der Verläufe dieser Phasen bewusst sein, dass es eben immer Hochphasen gibt und Phasen, wo man mehr getrieben, mehr motiviert ist und dann wieder Phasen gibt, wo man mehr in sich kehrt und denkt, was ist denn jetzt mit mir los? Und das alles anzunehmen als natürlich, als etwas, was alles einen Sinn ergibt im Ende, das ist sehr wichtig. Und was Robert Betz auch dazu sagt, was ich sehr inspirierend finde, er fragt Leute, die einen Unfall hatten, schweren oder einen schweren Verlust erlebt hatten. Und wenn das jetzt zum Beispiel 5 Jahre her ist, fragt er sie, wenn Sie jetzt zurückblicken auf diesen Unfall, können Sie dann erkennen, was für einen Sinn dieser Unfall hatte oder was für einen Sinn, was für Leute in mein Leben gekommen sind, was ich in meinem Leben verändert habe, seit dieser Unfall passiert ist oder seit ich den Verlust erlebt habe? Also alles, auch Negative, hat immer irgendwie einen tiefgründigeren Sinn und den Sinn entdeckt man manchmal erst 5 bis 10 Jahre später. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.